Wie versprochen sind wir mit dem Tag täglich umgezogen. Weiß nicht, ob ihr das jetzt auf den ersten Blick seht, aber wir sind viel weiter hinten im Redaktionsraum. Jetzt ganz früher waren wir mal hier. Da hinten ist der Darth Vader, your father, wieder. Und von hier werde ich euch heute erstmalig und ab sofort die Tech-Themen des Tages präsentieren. Soll ich jetzt schon mal sagen? Ja, ich sag jetzt schon. Ich bin noch etwas verwirrt heute. Bixby, Samsungs Bixby ist offiziell. Das Samsung Galaxy S8 hat einen neuen Benchmark-Rekord aufgestellt. Im April gibt es ein Apple-Event und was uns da erwartet, erfahrt ihr im Tech-Täglichen. Dann haben wir noch einen ziemlich guten Deal zum Surfen und Fernsehen schauen. Und das alles gleich nach dem Intro. Und dann erkläre ich euch auch, warum ich dieses zerknitterte MacNews.de Polo-Shirt trage. Das ist Berlin, das ist GigaTech, ich bin Amir, das ist Tech täglich vom 20.03. Ich fange an mit dem zerknitterten Polo, das ich hier trage. Und zwar beim Umzug ist es ja üblich, dass man lauter Dinge findet, die man seit 100 Jahren irgendwo weggepackt hat, von denen man nicht mehr wusste, dass sie existieren und von denen man auch jetzt nicht so genau weiß, was man damit machen soll. Dazu gehört unter anderem dieses, was ist das, Bordeaux oder weinrote MacNews.de Poloshirt, das ich mir jetzt mal so BWL-Justus-mäßig angezogen habe. Auch weil BWL-Justus die Facebook-Seite entweder verkauft oder gehackt wurde. Schaut da mal rein, da passieren seltsame Dinge auf dieser Seite. Und dieses MacNews-Polo könnt ihr gewinnen. Und wir haben auch noch ein weißes MacNews-Hemd, das könnt ihr auch gewinnen, indem ihr einfach auf Facebook geht, da ist dieser tagtägliche auch. Und unter dieses tagtäglich Posting bei Facebook schreibt uns bitte rein, wie man das am besten bügelt. Also gebt uns Bügeltipps und wir suchen dann die zwei besten Bügeltipps raus und schicken euch dann einmal dieses weinrote Poloshirt und einmal das weiße MacNews.de Hemd zu. Dann haben wir, glaube ich, auch allen Quatsch hier aus der Redaktion los und es ist hier wieder ordentlich. Und jetzt gehen wir mal in die Themen rein. Bixby, der Sprachassistent, an dem Samsung schon seit geraumer Zeit arbeitet und der immer wieder durch die Gerüchteküche waberte, der ist jetzt offiziell, Samsung hat den vorgestellt und wie erwartet wird der mit dem Samsung Galaxy S8 debütieren. Er ist aber viel mehr als einfach nur so ein Handysprachassistent und zwar ergibt sich aus der Erklärung Samsungs mit den drei Säulen Vollständigkeit, Kontextsensitivität und Flexibilität ergibt sich, dass Bixby wohl auch Smart Home fähig sein wird. Also so wie Alexa und so wie Google, der Google Assistant, das ja auch sind und sein sollen, will auch Samsung damit in euer Wohnzimmer kommen. Wir haben vorhin in der Redaktion so ein bisschen gerätselt und uns eigentlich gesagt, ja, wird ja auch mal höchste Zeit, weil Samsung baut ja seit Jahren irgendwie alle möglichen Produkte, die ihr zu Hause stehen habt. Irgendwie gelingt es ihnen aber zumindest bei uns nicht, die so richtig zu connecten. Also man hat dann so da was von Samsung und da was von Samsung, aber irgendwie ist das nicht so richtig so der Smart Home Ansatz. Vielleicht wird das jetzt mit Bixby dann alles toller. Klar, immer mit der Einschränkung ist halt Samsung proprietär, das heißt, wenn ihr es dann je voll nutzen möchtet, müsst ihr natürlich lauter Samsung-Produkte kaufen. Ob man das wiederum möchte, sei dahingestellt. Bixby auf jeden Fall offiziell, die ganze News und wie Bixby so funktioniert und worauf das basiert und was Samsung da besser machen will als Amazon und Google, das lest ihr im entsprechenden Artikel auf giga.de/tech. Schauen wir ins Android-Ressort. Spannende Neuigkeiten vom Samsung Galaxy S8. Das ist neulich ja schon mal im Geekbench aufgetaucht, jetzt auch im AnTuTu-Benchmark und hat da einen Wahnsinnswert hingelegt, nämlich 205.284 Punkten. Ist damit das erste Gerät, das über 200.000 Punkte kommt im AnTuTu und hängt damit eigentlich so ziemlich alles ab, was es an Konkurrenz gibt. Ein iPhone 7 kommt auf ungefähr 170.000. Das OnePlus 3T mit dem Snapdragon 821 hat so knapp 160.000. Und das Vorjahres-Samsung-Modell Galaxy S7 knapp unter 130.000 Punkte. Also das wird ein sehr, sehr schnelles Gerät. Aus dem Benchmark geht nicht ganz hervor, ob das jetzt das US-Modell mit Snapdragon oder das Europa-Modell mit dem Exynos 8895 ist. Die werden aber ziemlich gleich auf sein. Das heißt, so oder so wird das S8 ein richtiger, eine Rakete, muss man da fast schon sagen. So, und dann, apropos Rakete. Das erste Apple-Event dieses Jahres wird wohl im April stattfinden. Und was uns da erwartet, das hat der Kollege Sebastian auf Giga Apple mal zusammengefasst für euch. iPads in erster Linie. Also wir gehen von verschiedenen neuen iPads aus und aber auch iPhone. Und zwar ein iPhone, welches ist das jetzt? Das iPhone SE. Ein neues iPhone SE könnte da vorgestellt werden. Das wurde ja Ende März 2016 Ende März vorgestellt, würde also passen. Und es ist noch die Rede von einem neuen iPhone 7. Allerdings geht es da wohl nur um eine Farbvariante Rot.
Ein rotes iPhone 7 könnte uns dann auch Anfang April ins Haus stehen. Die Details zu den erwarteten iPads lest ihr auf giga.de/Apple und überhaupt alle News, die ich jetzt hier gerade erwähnt habe, unten in der Beschreibung als URL zum Draufklicken oder eben im Artikel, wenn ihr das Ganze hier auf giga.de schaut. Und dann habe ich als Rauschmeister noch einen tollen Deal. Es hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, der alte DVB-T-Standard ist so gut wie tot. DVB-T2 HD kommt, kostet aber ein bisschen Geld, zumindest wenn ihr das komplette Programm haben wollt, also auch die privaten in HD. 5,75 Euro sind das, glaube ich, im Monat, die das aktuell kostet. Bei Mobilcom gibt es ein tolles Angebot und zwar bekommt ihr dafür 8,99 Euro nicht nur 2 Jahre lang Freenet TV, also das wäre ja teuer als normal, sondern ihr bekommt obendrauf auch noch 1,5 GB Datenvolumen, also eine SIM-Card und eine Allnet-Flat obendrauf. Das Ganze, wie gesagt, 8,99 €. Es gibt da eine Anschlussgebühr, die könnt ihr aber über eine SMS erstattet bekommen. Und wichtig daran denken, aber das steht alles auch nochmal im Deal-Artikel, den wir auch unten verlinken, rechtzeitig kündigen, weil nach 24 Monaten wird das unglaublich teuer. Aber bis dahin ist es ein super Schnäppchen. Also schaut in diesen Deal rein, wenn ihr ohnehin gerade auf der Suche nach einem Datenvertrag seid oder irgendwie Freenet TV sowieso kaufen, nutzen wollen würdet. Das war der Tech täglich vom 20.03. Ich muss erst noch ein bisschen reinkommen, mich hier an das neue Setting gewöhnen. Aber ich freue mich jetzt hier zu sein. Gefällt uns sehr, sehr gut in diesem neuen Bereich des Büros. Sagt uns doch in den Kommentaren, wie es euch hier gefällt, wie die neue Aussicht so ist. Und ja, dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Feierabend. Gebt uns ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr keinen der kommenden Tech täglich. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Voll so eine neue, motivierte Applaus hier.